Und denke, vieles in dem Spiel ist halt auch echt Farming, ne? Gut, hier ist es nicht. Wo drunter fiel denn das? Ach, dann war das hier, ne? Ja, da habe ich da drüben nicht geguckt. Mein Fehler. Das würde mehr physischen Schaden machen. Als das Ding, was wir eh schon haben. Wir haben diese hier. Beste ausgewählte Fangzahn. Achso, er macht dann Lebenskraftschaden, okay. Das ist die abgetrennte Klaue. Brutales Schmettern, das ist nochmal eine Fähigkeit, die dann halt dazu kommt, okay. Okay, okay, okay. Da ist eine Komponente drauf. Jo. Achso, das ist das Ding, genau. Es gibt hier aber auch später Sachen. Da darf ja immer das ganze Zeug da noch haben, ne? Und dann denkt man sich halt auch so ein bisschen so, ja, ich kann ja immer noch nicht das Zeug herstellen, was ich eigentlich gerne hätte. So, jetzt macht das Ding hier 250 mehr Schaden als die andere Sense vorher. Das ist in Ordnung. Damit kann ich leben. Das ist eine ordentliche Verbesserung. So. Also waffentechnisch. Ist halt auch eine Stufe 15 Waffe, ne? Also das ist halt sowas, ne? Waffentechnisch würde ich da halt eher zu den Kovanda gehen, da kovanisches Volk. Weil es würde mehr Schaden machen. Mehr. Bessere Auswahl, so. Statt dass die Schmiede halt irgendwie alle dasselbe anbieten, quasi, was du schmieden kannst. Naja, was soll's. Zurück in mein Glück. Jetzt habe ich Sachen nicht verkauft, ne? Ach, ich habe Plätze. So ein bisschen zumindest. Was war hier vor vier? Ah, das fehlt jetzt natürlich. Jetzt habe ich allerdings brutales Zerschmettern. Was relativ viel Schaden machen soll. 12.000 Schaden. Das andere auch. Okay. Gut. Habe ich sonst alles erkundet? Nein. Dann gehe ich nochmal zurück. Bevor ich jetzt hier irgendwie einen Bosskampf anfange. Das muss ja nicht sein. Ja, da hinten, da kann ich noch durch. Da kann ich noch Erfahrungspunkte sammeln. Da kann ich noch mal stärker werden. Oder auch nicht. Da-d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 a
Die sind jetzt auch irrelevant geworden. So in der Theorie. Oder aber es macht einfach nicht mehr so viel. Das weiß ich halt nicht. Also sowas, ne? Da müsste man sich einlesen und verstehen und... Hallo! Meine Hände sind nicht die meinen. Das ist ja toll. Versuche mal zu lesen, ohne zu sterben. Da. Ich schreibe diesen letzten Brief, damit jene, die ihn finden, wissen, was sich zugetragen hat. Glaub mir, dass ich kein schlechter Mensch bin und niemals jemanden kaltblütig umbringen würde. Doch wegen etwas Bösen, das an diesem Ort lebt, ist genau dies geschehen. Ich kam mit meinen beiden Gefährten Hanen und Belik in dieses Land. Nach einer wochenlangen Reise durch dieses verfluchte Wüste sahen wir endlich die Türme der Ruinen von Korban. Sie stachen aus dem Dunst des Horizonts wie die verfaulten Rippen eines großen Totengottes. Erst als wir einen Fuß in das erste Grab setzten, fingen wir an, das Flüstern zu hören. Ich fragte die anderen, was sie da vor sich hin murmelten, aber sie lachten nur und sagten, dass ich mir das nur einbilden würde. Nette Freunde. Während wir weitergruben und Gräber öffneten, wurde ich mir immer sicherer, dass sie sich verschworen hatten, mir die Kehle durchzuschneiden. Ich weigerte mich zu schlafen. Ich wurde erschöpft und wahnhaft. Das Flüstern nagte weiter an meinen Verstand. Als wir uns gestern ins neueste Grab aufmachten, forderten die Stimmen ihren Tribut. Wir hatten eine kleine Öffnung an der Oberfläche gefunden, durch die wir uns abseilen konnten. Sobald meine Füße die staubigen Fliesen berührten, war ich nur noch Passagier in meinem eigenen Körper gefangen, hinter meinen eigenen Augen. Als meine Gefährten in den finsteren Tiefen verschwanden, griffen meine Hände nach dem Seil und tränkten es mit Lampenöl. Ich schrie, um sie zu warnen, doch ich hatte keine Stimme. Ich starrte mit Schrecken, als unsere einzige Fluchtmöglichkeit in einem kurzen Aufflammen verschwand. Tiefer im Inneren fand ich Hanen, der von einer goldenen Reling aus einen Wasserfall betrachtete. Meine Hände kamen in mein Blickfeld, so als ob sie ihn stoßen wollten. Ich versuchte, meine Arme herunterzureißen. Ich befahl meinem Mund, irgendeinen Ton von sich zu geben, doch nichts geschah. Ich war machtlos und konnte nur zusehen, wie seine Hände verzweifelt versuchten, irgendetwas zu ergreifen. Die Reling, die Wand, mich. Sein Blick traf meinen und mit einer letzten angsterfüllten Frage, wieso? Dann war er verschwunden. Er fiel über die Reling, außer Sicht, in die Schlucht. Belik war nicht weit entfernt von meiner grausamen Tat. Ich fand ihn, wie er die Detailarbeit einer vergoldeten Statue bewunderte. Die Figur war furchterregend, mit zu vielen Armen, die eine rasiermesserscharfe helle Bade hielten, so als ob sie bereit sei, das Grab zu verteidigen. Es umgab sie eine gruselige Aura des Unlebens, die mein Blut gefrieren ließ. Im nächsten Augenblick hatten meine Hände Beliks Arme umfasst und ich hob ihn mit übermenschlicher Stärke in die Luft, bevor ich dann mit Gewalt seinen Rücken auf die Waffe der Statue rammte. Ich ließ ihn los und sah zu, wie sein Blut langsam den Schaft der Hellebarde hinunterfloss und sich am Fuß der Statue eine Pfütze bildete. In dem Moment, als mein letzter Freund tot war, endete, was auch immer es für ein Zauber war, der mich in seinem Bann hatte. Von meinem geistigen Gefängnis befreit, schrie und heulte ich und schlug auf die Steine ein, wie ein verzweifeltes Kind. Für einen kurzen Moment hätte ich schwören können, dass mich ein vertrocknetes Gesicht in goldene Rüstung anstarrte. Doch dann war es auch schon wieder verschwunden. Ich weiß nicht, wann oder wie, doch ich zog Belik von der Statue runter. Ich weiß auch nicht, wie lange ich dort lag und meinen toten Freund in meinen Armen hielt. Mein Verstand war gebrochen. Ich sorgte dafür, dass es keine Hoffnung auf Flucht gab. Durch meine eigene Hand war ich hier unten gefangen, um dahin zu siechen und mit meinen gefallenen Gefährten zu Knochen zu verrotten. Ich muss dies niederschreiben, wenn nicht für mich, dann doch für meine Freunde. Ich kann nur hoffen, dass ihre Seelen in ihren Herzen wissen,
dass es nicht ich war und dass sie mir Vergebung entgegenbringen, wenn wir uns hinter dem Schleier wiedersehen. Götter beschützt mich, meine Hände waren nicht die meinen. Boah, das ist ja mal ein ordentlicher Text. Okay. Guten Tag. Ich muss sie leider umhauen. Vielleicht hört es dann hier auch auf zu brutzeln. Das wäre schön. Siehst du, hätte ich das mal vorher gemacht. Lebenspunkte? Danke. So, haben wir jetzt hier irgendwas Nettes? Nein. Okay. Ikus Auge. Ach, siehst du, deswegen sind wir hier. So. Oh, ein Sturmschwert. Oh, und dann war es das auch schon hier. Das war tatsächlich nicht ganz so gut. So, ich muss mal ganz kurz innehalten und mal ganz kurz was trinken durch das ganze Lesen und sowas. Ist der Mund so pappig und trocken. Kleinen Moment. So. Dann haben wir die Stadt erkundet. Den Tempel ausgeraubt. Das, was die eigentlichen Verantwortlichen nicht tun konnten. Wir kehren zurück und gehen erstmal Quests ab. Na, weil, wenn schon, dann schon. Einmal direkt bei meinem Ordensführer, das ist mir sein Gehilfen. Hier, bitteschön, dein Auge. Der ist verständlich. Can you sense its power? Nee. To think it was wasting away in these ruins all these centuries. Yes, this will serve Solyle's needs well. Perhaps I was wrong to call you an aspirant. You are far more useful. Natürlich bin ich das. Hallo? Ich habe die Geißel besiegt. Ich habe Dr. Eggman besiegt. Ich habe die Ätherischen besiegt. Ich habe die Chthonischen Kult beseitigt. Zumindest so hier in dem Bereich. Ich habe Prinzessin Peach aus ihrem Schloss befreit. Ich habe das Triforce vervollständigt. Und so viele andere Heldentaten. So, kann ich so noch was tun? Korvac and his minions cannot be underestimated. We must enter this fight united and without fault, or we risk failure. Solyle will not accept failure. And you do not want to be here when Solyle is displeased. We must show our patron that we are resolute in our commitment to his creed. Speak with the aspirants around our camp. Find the weak and cull them. Okay. Solyle will find pleasure in their deaths, and we will cleanse ourselves of the unworthy. Gut, wird gemacht. Unwürdige töten, das kann ich. Serve the three and prosper. Deny them and. Jo, genau. Ja, eure Aspiranten sind jetzt in Sicherheit. Ja, sie sind verwundet, erschöpft und aufgewühlt. Aber sie haben ihre Arbeit erledigt. Die gefundenen Artefakte sollen nützlich sein. Zumindest werden wir wertvolle Erkenntnisse erhalten und vielleicht sogar neue Geheimnisse aufdecken. Du hast meine Erwartungen übertroffen. Es gibt noch etwas, bei dem du mir helfen könntest. Etwas, das angenehmer ist. Ah ja, was denn? Ein Trio ist im Lager angekommen. Twigs Seherin haben dessen Ankunft auf ihren Teppich gesehen. Oder was für ein Unsinn auch immer sie reden. Sie bestehen darauf, dass das Trio zu uns gehört und dass Sola jetzt Knechtschaft. Ich bin nicht ganz so gastfreundlich wie Sie. Dem Dunklen einen Ihre Treue schwören wollen, müssen Sie zuerst geprüft werden. Wenn du möchtest, kannst du Ihre Prüfung leiten. Okay. Sprich mit Ihnen hier in unserem Lager und entscheide Ihre Eignung durch einen blutigen Kampf. Berichte mir dann, ob Sie für Sola hier geeignet sind. Okay. Das kann ich. So, Emma, soll ich auch hier euch hier anlabern? Du bist gekommen, um mich auszuwählen, oder? Ich weiß, was du tust. Du wirst mich als Entschuldigung opfern, damit du mich los wirst, um Mirise für dich allein zu haben. Du bist erbärmlich, egal was du tust. Du kannst dich nicht zwischen unsere Liebe stellen. Wer ist Mirise? Sie ist das wunderschönste Lebewesen, das ich je gesehen habe. Ihre Augen sind wie Sterne. Ihr Haar die Wellen des Ozeans. Sie riecht wie nach einem Frühlingstag. Und ihre, naja, du weißt schon, was ich meine. Aber sie wird mich nicht einmal ansehen. Oh, die drei verlassen mich. Ohne sie ist mein Leben verwirkt.
Okay, ich hab genug gehört. Ich bin verliebt. Und du kannst nichts dagegen tun, um mich von meiner Merise fernzuhalten. Ja, vermute ich natürlich. Hab ich aber nicht vor. Was mit dir? Du bist vermutlich hier, weil du mich ausgewählt hast. Na dann nehme ich an, ich werde mich gerne zu Ehren von Solael opfern, wenn es das ist, was von mir verlangt wird. Das könnte Rickards Wahnsinn endlich ein Ende bereiten. Wer ist Rickard? Dieser schmuddelige Kriecher, der mir überall folgt. Wenn ich mich Solael opfern soll, muss ich mich wenigstens nicht mehr mit ihm beschäftigen. Also, wenn du mich ausgewählt hast, legen wir los. Nein, ich habe es mir anders überlegt. So. Have you purged our ranks of the weak? Ich bin noch nicht fertig. Wusste nicht, ob ich ihn hier ansprechen soll. Was mit dir? Schön, dich wiederzusehen. Freut mich, dass ich helfen konnte. Ich weiß gar nicht, wie wir uns dafür erkenntlich zeigen sollen. Solltest du jemals was benötigen? Frag uns. Ich hab da aber einige Fragen. Nö, hab ich nie. Okay. Was mit dir? Sie ist auch dankbar. Okay, ich bin gerade rechtzeitig gekommen. Gut, aber sollte ich nicht noch jemanden ansprechen? Hier vielleicht? Hallo, kann ich dir helfen? Sargon hat einen Apfel verlangt. Och, das hat er in der Tat. Soll ich für dieses noble Ende auserwählt werden? Ich würde gerne mein Leben in Solaels Hände geben. Ohne die drei wäre mein Leben sinnlos. Das Mindeste, was ich tun kann, ist, mich zu opfern, um den Willen Solaels zu ehren. Nein, ihr seid es nicht. Mit dir. Es gibt also ein Opferungsritual. Wenn ich in Betracht gezogen werde, habe ich Sargon wahrlich enttäuscht. Aber sollte es meine letzte Pflicht sein, mich für Solael zu opfern, so sei es. Können wir beginnen? Ihr wollt sterben? Ich möchte nur Solael dienen, was immer dazu notwendig ist. Aber es würde mir große Freude bereiten, wenn wir beide bis zum Tod kämpfen. Das wird eine ziemlich blutige Vorstellung und ich bin begierig auf einen guten Kampf. Du wirst überrascht sein, wer am Ende zu Ehren Solaels sein Leben geben muss. Ah ja, okay. Nein, das glaube ich nicht. Das glaube ich wirklich nicht. Was mit dir? Oh, ein Ritualopfer. Der große Solael verlangt Blut. Nun natürlich, kommst du direkt zu mir. Das wäre absolut perfekt, das Ende meiner Zeit in diesem brennenden Drecksloch auf dieser Welt. Sie sagten, ich solle die Schwächsten auswählen. Oh ja, klar. Mach dich nur über mich lustig. Weißt du was? Es kümmert mich nicht mehr. Ich will nur von diesem verdammten Ort verschwinden. Wenn der Tod der einzige Ausweg ist, dann soll es... Alles klar, wir haben Opfer gefunden. Hey, du Opfer! Kann ich die alle töten? Bestimmt. Ich soll den Schwächsten finden, hat er gesagt, ne? Well, have you purged our ranks of the weak? Ich bin noch nicht fertig. Okay, ich soll mehrere finden. Ich greife die mal an, ne? Sie sind schwach. Ihr wollt sterben. Goddamn. Mögest du Sargon dienen? So, was mit dir? Ihr habt recht, sie könnte euch nie lieben. Danke, dass du mich verschont hast, Fremder. Nach allem, was passiert ist, sehe ich wohl meine Fehler ein. Die hoffnungslose Liebe zu Merisa hat mich blind gemacht. Jetzt sehe ich, dass sie niemals jemanden wie mich lieben könnte. Oh, bitteschön. Was sagt sie jetzt? Hallo nochmal. Ich weiß es sehr zu schätzen, dass du mein Leben verschont hast, aber ich fürchte, ich habe eine Gelegenheit verpasst, Solael die Treue zu schwören. So eine Gelegenheit ergibt sich selten. Wahrscheinlich muss ich mich auf meine Arbeit konzentrieren, um meine ewige Hingabe zu zeigen. Oh, alles für gut. So. Well, have you purged our ranks of the weak? I've got a purged them all. Good. You should never hesitate to exterminate weakness. They are like a festering wound. Given time, it can kill you if not treated properly. But I digress. Bist du auch schwach? Sargon demands you speak with him. He expects you at the vanguard of the three, north of here, beyond the Sunbane Oasis. Don't make him wait. Jenseits der Sonnenbannenoase. Okay.
Das ist jetzt genau wo? Da. Wahrscheinlich dann hier. Okay. Da müssen wir ein ganzes Stückchen verlaufen.